Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Contractville. Ihr seht vielleicht rechts oben, ich habe mittlerweile so um die 74.000 Dollar. Liegt daran, dass ich jetzt mal drei Lieferaufträge gemacht habe. Also mit dem Auto werde ich keine Lieferaufträge mehr machen, die mittlere Stufe oder schwere Stufe sind, wo über 60 Päckchen zu liefern sind, weil da muss ich nämlich zweimal fahren. Es gibt zwar einen schönen Bonus dann noch zusätzlich, wenn man mit dem eigenen Auto fährt, aber ja, mache ich auf jeden Fall nicht mehr, weil zweimal fahren, da fahre ich lieber zwei einzelne Aufträge und habe im Endeffekt dann mehr davon. So, ich habe aus Versehen eine Quest angenommen, eine Mission angenommen hier mit Benjamin, mit einer Version, eine mittlere Baumission. Ich habe keine Ahnung. Es gibt hier jedenfalls 80.000 als Belohnung, 2.100 XP plus Ruhm 1.200. Jetzt muss ich nur mal gucken, was ich da zu machen habe. Also planen, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie bin ich eben auf diese Mission gekommen, weil ich habe hier bei den Verträgen geguckt und dann dachte ich, ich habe doch die Mission schon angenommen, also die Fahrmission, und habe dann nochmal auf Annehmen geklickt und dann hatte ich plötzlich diese Baumission. Also hat mich ein bisschen gewundert. Naja gut, was will man machen, ne? So, das hier kann ich nicht lesen. Das rappelt so schnell. Das ist irgendwie eine Abrissmission und Sonderangebote, ja, schön. Okay, aber die Mission haben wir jetzt halt, also von daher schauen wir doch einfach mal rein. Wir müssen auf jeden Fall ein Haus planen, das steht ja oben schon. Dann gucken wir mal, dann werden wir heute mal ein Haus planen. Zwei Stockwerke, okay, wir haben diesmal zwei Stockwerke. Wir haben eine Hausgröße von 500 bis 700 Quadratmeter. Ich bin begeistert. So. Und diesmal mache ich das wirklich so, dass ich wirklich die komplette Fläche nutze, weil das ist irgendwie von den Proportionen her, irgendwie haut es immer nicht so ganz hin, weil wenn ich ein Schlafzimmer habe mit 20 Quadratmeter, dass es dann so eng da drin ist, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Vielleicht habe ich auch eine verschobene Vorstellung, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass ich diesmal wirklich einfach den viereckigen Klotz baue und fertig. So, und da wir zwei Stockwerke planen. Wir machen jetzt natürlich hier erst einmal die Mauer hier rum. So, und hier runter wird es noch. Tschack. So. 380 Quadratmeter nicht zugerechnet. Ich bin auch nicht zurechnungsfähig. Eine Außentür würde ich sagen, machen wir eine breite Tür. Innentür, Schiebe. Warte mal, Schiebetür, wann ist die? Coming soon, okay, das gibt es noch nicht. Also wir machen eine breite Tür und zwar eine Doppeltür machen wir. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das so ziemlich in der Mitte ist. Ist das in der Mitte? Ich kann nicht ranzoomen oder sowas, ne? Das ist jetzt bei X80, ne, Y muss ich gucken. Welches Ding zeigt es mir da an mit Y36? Die linke Kante davon? Oder Moment, ich gehe einfach mal hier rüber. Ah ja, Y2, okay. Also das ist Y1 und X80. Hier oben haben wir dann X1. 1,1. So, und wenn ich jetzt halt hier die 1 habe, dann müsste das hier 38 sein. 36 sein. Ich kann es fast nicht lesen. 45 bis 80. Ja doch, das haut schon ganz gut hin. So, was müssen wir eigentlich machen? Wir brauchen ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer, Korridor, Küche, Badezimmer mit mindestens 12 Quadratmeter. Also ich würde das Ganze ja sowieso ein bisschen anders planen, wie es jetzt hier drauf ist. Also Wohnzimmer 35 Quadratmeter ist auf jeden Fall schon mal etwas Schönes. Jetzt ist die Frage, wie viel Quadratmeter habe ich, wenn ich das hier rüberziehe? Dann habe ich 151 Quadratmeter Wohnzimmer. Wow. Okay, das ist ein bisschen viel. Ich möchte das Ganze nämlich auch wieder offen gestalten, möglichst offen gestalten. Und wenn wir jetzt halt eh schon zwei Stockwerke haben,
dann würde ich natürlich schauen, dass wir oben das Schlafzimmer, das Kinderzimmer unterbringen. Wir können hier im Grunde nochmal rückgängig. Also wir brauchen hier auf jeden Fall eine Treppe. Ich würde auch eine gerade breite Treppe wählen. Ich glaube, der Pfeil zeigt immer in die Richtung nach oben, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hier zum Eingangsbereich hin machen sollte, dass man dann hier nach oben kommt und verschiebe halt nicht ständig das Ding. Also Planung ist halt immer so eine Sache, ne? Wie planst du das am besten? Also wenn man jetzt hier reinkommt, dann sieht man die große Treppe, die nach oben führt. Und kann man eigentlich zwei Treppen machen? Dass ich dann sage, okay, wir machen nicht nur eine, sondern jetzt muss ich nur schauen, dass ich den... Nee, bleibt drüben. Ganze vielleicht bis daher. Und hierher. Zwei Treppenhäuser. Warum nicht, ne? Das Ganze, da ich nicht weiß, wie die Treppen aussehen, würde ich tatsächlich mit einer Innenwand verkleiden. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass das dann seitlich zu ist. Weil die Treppen, die ich bisher gesehen habe, die waren ja da unten immer dann hohl und das finde ich jetzt nicht so toll. So, wir hätten hier 28 Quadratmeter Korridor. Das ist ja eigentlich nicht einmal schlecht. 50 Quadratmeter braucht man. Oben haben wir ja dann auch nochmal Korridor. Aber wir müssen ja immer erst den unteren Bereich fertig machen, bevor wir nach oben kommen. Also ich denke mal, dass der Part heute ein wenig länger wird. So, dann würde ich gerne. Also es ist schade, dass die Schiebetür noch nicht gibt, ne? Innentür, Außentür, breite Tür, Fenster, langes Fenster. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier irgendwo in dem Bereich das Wohnzimmer mache mit Esstisch, Küchenbereich. Oh, das wäre eigentlich nicht einmal so verkehrt. Warte mal, wir machen jetzt erst einmal hier die langen Fenster. Gibt es auch lange Fenster in Breit? Nein. Jetzt schaue ich mal, wie viele Fenster ich da machen kann, weil ich würde nämlich gerne hier so eine richtige Fensterfront ziehen wollen. Machen wir mal vier Stück her. So, hier machen wir dann auch erst einmal vier Stück so nah aneinander, wie es geht. Das wird ein Mammutprojekt. Ich sehe schon, und jetzt sind es nur zwei Stockwerke. So. Überleg, überleg. Man muss ja im Grunde, wenn man plant, gleichzeitig ein bisschen denken, wenn ich jetzt halt Möbel herstelle, wie werde ich die dann platzieren? So, deswegen würde ich sagen, wir machen in dem vorderen Bereich und es sollte wahrscheinlich dann sogar sehr groß sein. Warte mal, nee, mach mal das wieder weg. Das sollte dann wahrscheinlich sehr groß sein, wenn dann möchte ich das natürlich, warte mal, das ist insgesamt 6,25 Meter. Ich würde sagen, wenn ich auf 3,50 gehe und hierhin, dann könnte man hier nämlich noch so eine Art Gäste-WC machen. Das muss ich wahrscheinlich als Badezimmer einplanen, ne? Fitness, Spielzimmer, Gäste. Waschküche, Ankleidezimmer. Ja, das muss ich wahrscheinlich als Badezimmer machen. Dann würde ich da im Grunde, man muss es ja nicht hundertprozentig so einrichten. Ich muss ja jetzt halt hier keine Badewanne unbedingt reinstellen. Aber ne, haben wir hier quasi so eine Gästetoilette. Dann brauchen wir natürlich dementsprechend auch eine Innentür. Wo ich mal gucken muss, ob die... Ich will die bitte gedreht haben. Ah ja. Okay, da ist die Tür hingehend. Dann würde ich sagen, mache ich die wieder sehr am Rand oder mache ich sie eher...
Ich mache sie eher am Rand. Ich mache sie eher am Rand. Dann natürlich mit Fenstern. Allerdings würde ich auch durch das, dass es ja, naja, ein Einzelfenster, eigentlich würde ich schon gerne Einzelfenster nehmen. Nicht ganz an die Wand. Vielleicht, das glaube ich, zwei Stück sind immer ein Meter. Nee, ein halber Meter. Ne? Zwei Stück ein halber Meter, vier Stück ein Meter. So, eins, zwei, dann wären wir 2 Meter weg von der Wand. Ein Meter. Oh Mann, hör halt auf rumzuspringen. 1,50, 2 Meter. Dann hätten wir da zwei Fenster drin. Könnte man die Toilette herstellen, Waschbecken hermachen. Ja, mal gucken. Mal gucken. So, nicht zugeordnet, 60 Quadratmeter. Oder warte mal, tu mal die Tür. Die Tür auf die Seite hier. Weil, auch wenn es nicht gefordert ist, würde ich sagen, warum Kinderzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, würde ich sagen, dass wir hier sowas wie ein Gästezimmer reinmachen. Wir machen quasi die Innenwand noch hier zu, ziehen hier noch mal eine Tür, eine Wand, machen hier eine Innentür her. Umdrehen bitte, danke. Machen hier eine Tür her. Wir machen hier eine Tür her, neben der Treppe im Grunde. Wenn wir das da als Gästezimmer machen, dann können die hier direkt ins Badezimmer. Und wenn man hier zusammensitzt im Wohnzimmer, also ich würde hier den Wohnbereich machen, dann könnte man quasi hier Gästetoilette, ne? Und oben hat keiner was zu suchen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Weil auch wenn es nicht gefordert ist, bauen können wir es ja, glaube ich, trotzdem, ne? Storage Room, Spielzimmer, Gästezimmer. Weil bei so viel Platz, das sind jetzt 60 Quadratmeter, das ist im Grunde so groß wie eine Wohnung. Wie eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung, so groß, Wahnsinn. So, dann würde ich gerne den Küchenbereich, den würde ich gerne hierhin machen. Das soll dann im Grunde eine Küche hier entlang laufen, hier wie eine L-Küche. Ich weiß, es ist dann ein wenig komisch mit dem Gästezimmer, ne? Aber wenn die was trinken wollen, können sie raus. Kühlschrank, keine Ahnung. Hier den Küchenbereich, hier den Essbereich oder mit einer Theke oder wie auch immer. Deswegen mache ich jetzt die Küche auch nur vielleicht bis zu dem Fenster hier. Dann machen wir. Wohnzimmer. Schauen wir mal wegen Esszimmer. Esszimmer. Wie viel? Das sind 40 Quadratmeter, ne? 40 Quadratmeter. Ganz einen großen Esstisch hinstellen mit Stühlen außenrum. So, und in dem Bereich hier ist im Grunde Wohnzimmer. Und da werde ich mich dann einfach ein bisschen ausleben. Das ist Wohnzimmer. In dem Bereich werde ich mich einfach ein bisschen ausleben. Da wird man dann hier Sofagarnitur mit Tisch oder so. Dann kann man hier vielleicht so eine Art ja, Bibliothek, Leseecke, was weiß ich was machen. Wenn es das gibt, ich glaube schon, Kamin oder sowas kann man dann hier mit hermachen, dass man dann hier auch nochmal so eine gemütliche Sitzecke macht. Das ist ja, das ist bei, also bei den Amis, ich bin ja momentan wirklich sehr stark auf Home and Garden TV eingestellt und schaue mir da extrem viele Sachen an, wo die Häuser herrichten. Das ist Wahnsinn, was die da hinzaubern. So, aber ich muss jetzt trotzdem mal gucken. Einzelfenster werden wir machen. Machen wir Einzelfenster? Bei der Küche ist halt immer das Problem, die Küche, die schaut über die Theken drüber raus, ne? Jetzt haben wir hier lange Teile. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das ist mit den Schränken, weil das ist jetzt ja gerade mal ein halber Meter und ein Schrank ist ja eigentlich tiefer, ne? Wenn ich jetzt halt hier
Fenster her macht, dann habe ich fast keine Chance, um irgendwie was an die Wände zu hängen. Ich würde sagen, wir machen nur halbes Fenster, auch wenn das ein wenig komisch ausschaut, aber mir gefällt es nicht, wenn die Fenster unterhalb der Küchentheke liegen. Deswegen mache ich jetzt halt hier ein oberes Fenster. Dann ist dann einfach hier an der Stelle halt entweder kein Schrank oder einfach mal gucken. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. So, Wohnzimmer braucht natürlich auch nochmal Fenster. Und dann nehme ich aber auch Einzelfenster. Und würde sagen, dass ich die immer so ungefähr... Da ist es jetzt ein Meter, ne? Haben wir nochmal einen Meter... 1,5 Meter auseinander. Hier würde ich es ungefähr symmetrisch machen, dass wenn man von vorne auf das Haus guckt, dass die Fenster und die Fenster hier gleich sind. Wir haben jetzt da 2, 8. Okay. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier dazwischen sind nochmal 6 Stück. 4, 5, 6. So, und dann würde ich jetzt halt von hier aus nochmal genau dahin gehen. 4, 5, 6. 5. Man hört auf, um rumzuspringen. 2, 4, 6. So, dann lassen wir das Ding hier mal ohne Fenster. So, Gästezimmer braucht natürlich auch noch Fenster, nicht, dass ich das vergesse. Ich denke, dass da 2 Fenster ausreichend sind. Ich hoffe es. So, Fenster, Fenster, Fenster. Ich weiß nicht, weil wenn ich hier mit einer Innenwand anfange, dann kann ich das immer nicht sagen. Ich möchte hier jetzt zum Beispiel nur 3 Meter Wand haben und den Rest offen. Ich muss die Wand immer komplett durchziehen. Jetzt prüfe ich mal das Stockwerk. Ja, das ist mir klar. Änderung nicht erfüllt. Gewünschter Raum ist nicht vorhanden. Hausflur mindestens 50. Ja, das kommt dann oben. Oder kann ich nicht nach oben gehen? Dann wäre es mir egal. Dann mache ich eben den Hausflur hier komplett. Dann mache ich den von der Ecke einfach bis hier rüber. Und fertig. Das wird dann sowieso alles... 1. Schlafzimmer 25 gibt es dann im oberen Stockwerk. Aber ich kann das nicht abschließen. Das ist ja blöd. Es gibt noch freien Platz. Dass jeder Bereich einem Raum zugeordnet ist. Muss ich das Treppenhaus zuordnen oder was? Der TV-Raum. Ich kann nicht ins nächste Stockwerk, ne? Was ist denn das für Blödsinn? Für was habe ich 2 Stockwerke, wenn dann das... Naja, gut. Das will wahrscheinlich das Kinderzimmer da haben. Okay. Mein ist ja in Ordnung. Wir können ja auch ein Kinderzimmer da unten reinmachen. Schauen wir mal, wie es dann ist. Schlafzimmer mindestens 25 Quadratmeter ist nicht zugeordnet. Ich will bitte das nächste Stockwerk haben. Oh, das haut mir dann total die Planung im Grunde durcheinander. Ich hätte wirklich echt gute Ideen. Wenn man dann hier nach oben geht, dann hat man hier im Grunde eine Art Flur, der um die Treppe rumgeht, wenn man oben ist. Und von diesem Flur aus kann man dann eben Zimmer abgehen lassen. Und jetzt funktioniert das nicht. Jetzt muss ich da ein Schlafzimmer mit einplanen. Wisst ihr was? Dann mache ich das jetzt einfach. Weil ich will das jetzt nicht alles wieder zerdeppern. Wie groß muss das sein? 25 Quadratmeter. Das sollte doch hier passen, oder? Ja. Es gibt noch freien Platz. Hier, oder was? Dann machen wir das halt.
Kann es sein, dass ich die Wände hier nicht ziehen darf? Oder muss das zu sein? Innenwand ist nicht geschlossen, steht da. Ja, aber ich will die ja gar nicht schließen. Hilfe! Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn ich jetzt hier sage, ich mache hier zu. Dann akzeptiert das, ne? Aber dann habe ich ja hier keine Türen drin. Und das schaut doch auch blöd aus, wenn ich jetzt halt hier Innentür mache. Und dann sage ich, ich schließe die hier an. Ne Tür zum Treppenhaus. Das ist doch blöd, oder? Boah. Okay, dann warte mal, dann tue ich die Tür wieder weg. Und wir ziehen das einfach dann. Moment, die muss ich dann. Machen wir rückgängig zweimal. Dann mache ich das eben so. Innentür, die hier weg. Innenwand. Wir ziehen einfach dann quasi dieses Treppenhaus ein Stück nach vorne. Dann muss man zwar durch eine Tür gehen, aber ich kann es leider nicht ändern. Das ist total bescheuert. So, prüf mal. Oder halt. Kann ich, das ist jetzt dann die nächste Frage, kann ich, jetzt mache ich das nochmal zurück. Okay, dann mache ich das jetzt nochmal zurück. Wir probieren das tatsächlich aus, ob das geht. Ob ich das dann abschließen kann oder so. Es muss ja nur, das machen wir wieder als Gästezimmer. So, dann meckert er natürlich. Und weil die Wand auch nicht fertig ist, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den ersten Stock. Dann machen wir hier Stock verwendet zur Definition der Hausfläche. Ja, ist okay. Innenwände. Innenwände. Wir machen jetzt im Grunde dann. Warte mal, wie weit muss ich denn da weg? 1 Meter, 2 Meter. Also bis daher. Das wäre jetzt quasi die Fläche der Innenwand. Ziehen wir mal hier durch. 1 Meter, 2 Meter. Also 2 Meter ist eigentlich schon breit für einen Flur, ne? Mein Flur ist 1,40 und der kommt mir schon sehr breit vor. Also 2 Meter. Dann könnte man hier das Ganze nochmal unterteilen in 2 Räume. Dann könnte man hier, ich schaue nochmal, 1, 2, 1 Meter, 2 Meter, also wäre genau, wäre das hier. Dann könnte man eine Wand hier ziehen. 1 Meter, 2 Meter. Ich bin mal gespannt, ne? So, Gästezimmer, Musikzimmer, Korridor. Die rechnen nicht damit, dass jemand hier etwas kreativer Hand anlegt. So, das wäre jetzt dann alles Hausflur. Also Hausflur haben wir ja definitiv genug, ne? So, dann wäre das einmal Kinderzimmer. Dann haben wir das Kinderzimmer. Prüf mal. Ja, es gibt noch freien Platz. Aber wir hätten auf jeden Fall die Hausgröße doch mit 500 bis 700, oder nicht? Na ja, gut. Mal weiter. Nicht zugeordnet Kinderzimmer. Ich sehe schon, das wird wieder alles umsonst gewesen sein. Storage Room, Fitnessstudio, Spielzimmer.
Wir könnten neben das Kinderzimmer einfach mal so ein Spielzimmer einrichten, mal gucken, wie das dann ist. Dann können wir hier noch mal unterteilen. 48 Quadratmeter. Was passiert denn, wenn ich jetzt halt hier radiere? Ah ja, okay. Weil den kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht wegmachen, den Untergrund. Ich mache ja nur die Wand weg. Wir machen das auch als Korridor. Dann kann man nämlich hier Badezimmer machen. Badezimmer, Musikzimmer, Haustierzimmer, Waschküche, Ankleidezimmer, ein 48 Quadratmeter großes Ankleidezimmer. Schlafzimmer, ich weiß nicht, ob das jetzt so toll ist. Die Innenwand ist nicht geschlossen. Ja, okay. Also der will mich das nicht machen lassen. Ich muss hier entweder die Wand zumachen oder ich muss diese Wand wegmachen. Dann würde ich mich allerdings dafür entscheiden, die Wand lieber wegzumachen. So. Dann brauchen wir ja wieder die Etage hier. Nein! War rückgängig. So. Dann müssen wir nochmal nehmen. Esszimmer. Dass wir das da mit reinbekommen. So blöd, ne? Das Schlafzimmer kann ich ja jetzt dann wegmachen. Das mache ich dann quasi wieder zum Wohnzimmer. Da ziehen wir jetzt dann hier einmal runter. Warte mal, das Esszimmer mache ich noch mal. Wo bist du? Esszimmer. Machen wir dann noch mal. Dann nehmen wir das dann quasi mit in die. Ach so, das geht nicht, ne? Die Wand nimmt es nicht mit rein. Innenwand. So. Innentür. Einmal. Dich versetzen. Radiergummi. Etage. Ich weiß auch nicht, warum der Sockel nicht einfach bleibt, wenn ich den so groß mache. So, dann machen wir nochmal Esszimmer. Und Küche. Küche. So, dann dürfte das Anforderungen nicht erfüllt. Gewünschter Raum ist nicht vorhanden. Kinderzimmer habe ich doch oben. Schlafzimmer, es gibt noch freien Platz. Ach, stimmt, das ist ja dann oben alles wieder weg, ne? Die Innenwand ist nicht geschlossen. Die ist geschlossen. Das macht mich jetzt gerade fertig. Und dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um dann rauszubekommen, dass das nicht hinhaut, so wie ich das möchte. Ich meine, die Räume anscheinend, die sind kein Problem, wenn ich die im oberen Stockwerk mache. Aber, boah, Leute, das ist ja echt übel. Okay, Treppe. Ach so, muss ich wegmachen. Okay, mach alles löschen. Das ist wirklich sehr übel. Ich werde jetzt das Ganze hier nochmal
Ich hasse es. Ein Millimeter rausgekommen und schon, zack, ist alles weg. Wir haben 400 Quadratmeter, oben drüber ja nochmal 400. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 800 Quadratmeter. Wir könnten natürlich auch sagen, wir machen das dann eben nicht so groß, machen dann eben nicht 400 Quadratmeter, sondern nur ungefähr 350. Genau, 350, dann wären wir auf der maximalen Größe von 700. Den Bereich hier vorne, der bleibt halt dann eben weg zur Straße hin. Und aber ihr seht, was ich eigentlich so planen möchte. Und es ist echt sehr schade, dass man das nicht machen kann. Dahingehend hat auf jeden Fall Hausflipper den ganz klaren Vorteil, dass ich bauen kann, wie ich möchte. Also von der Planung her. Also ich kann wirklich alles dahin setzen, wo auch immer ich will. Ne? Na gut, dann machen wir eben das obere Stockwerk als Dachstockwerk. Keine Ahnung. Wir machen eine gerade Treppe. Da ich vermute, dass das ja der Pfeil ist, der nach oben zeigt, würde ich sagen, setzen wir die Treppe mal hier hin. Das wird wahrscheinlich hier der Absatz sein, um nach oben zu gehen, ne? Wir machen eine Art Flur. Fünf Meter sind es, dann gehe ich hier hin. So. Dann ist das Hausflur. Wie viel wollt ihr Korridor? 50 Quadratmeter Korridor. Na ja, gut, der ist ja dann oben. Das ist ja dann kein Thema. So. Dann machen wir eben wirklich nur das, was gewollt ist und nichts anderes. Wir machen den Bereich hier oben als Wohnzimmer. Wie groß muss das Wohnzimmer sein? 35 Quadratmeter. Okay, das sind jetzt so 62 Quadratmeter. Innentür hierhin. Die Außentür, ich weiß nicht, ob eine Doppeltür hingeht. Geht. Dann machen wir hier eine Doppeltür rein, die da reingeht. Ich weiß nicht, ob ich die Treppe jetzt noch mal drehen kann. Doch, kann ich drehen, ne? Dann würde ich sagen, mache ich die Treppe dann eher so rum. Das ist 1 Meter. Nee, also wenn dann mindestens 2 Meter so rum. Ich reiße den Korridor nochmal an. Dann geht man eben hier die Treppen hoch. Hier muss ich halt dann. Ja, da kann ich wieder eine zumachen, ne? Wie ist denn das, wenn ich hier eine Innenwand ziehe? Geht es? Nein. Ich kann wahrscheinlich hier überall, wo das Schraffierte ist, nichts hinziehen, oder? Nee. Dass man das hier als totes Eck macht. Aber nee. Keine Ahnung. Mal gucken. So, Wohnzimmer. Dann brauchen wir ein Schlafzimmer. Schlafzimmer würde ich sagen, machen wir mal hier hin. Wir brauchen wie viel Schlafzimmer? 25 Quadratmeter. Ich gehe jetzt mal ungefähr hier auf die Höhe. Ich hoffe, das schaffe ich. 42, 46 Quadratmeter. Das umschließen wir natürlich mit einer Innenwand. So, Schlafzimmer. Dann machen wir hier in der Ecke, machen wir dann das Kinderzimmer. Kinderzimmer soll sein 21 Quadratmeter. Also das heißt, wir bräuchten eigentlich nur die Hälfte davon. Dann warte mal, dann machen wir
machen wir jetzt mal hier 5,25. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein großes Kinderzimmer. So, dann können wir hier ein Badezimmer reinmachen. So, Badezimmer. Korridor, wie gesagt, das sollten wir erledigen, wenn wir oben sind im nächsten Stock. So, Kinderzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer. Das passt. Dann machen wir Küche hier. Und hier machen wir, oh Gott, 76 Quadratmeter Esszimmer. Dann machen wir die Wand noch mal weg. Dann machen wir die Innenwand etwas weiter. Oder wir machen hier so eine Ecke rein. Das wäre doch auch nicht schlecht. Da kommt es jetzt nur drauf an. Wie viel ist das? Das ist 5 Meter, ne? 5 Meter. Und das da sind 4,25 Meter. Dann machen wir die Wand hier weiter. Machen dann im Grunde schon Kinderzimmer hier hin. Aber wir machen hier quasi noch Spielzimmer. Das schließen wir im Grunde in einen Raum. Und dann fehlt noch das Esszimmer und das kommt dann hier hin. Esszimmer, da haben wir es. Esszimmer soll es sein, 18 Quadratmeter, na gut, wir haben hier 33. Wohnzimmer, Küche, wenn ich es schaffe, irgendwie hier eine Insel herzustellen, wäre es nicht schlecht. Ich denke, diesmal ist Wohnzimmer groß genug, dass man hier auch große Sofas hinstellt. So oder so, keine Ahnung, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Dann haben wir Innentüren, die wir brauchen. Eine Tür führt natürlich dann in den Raum hier rein. Eine Tür führt ins Badezimmer rein. Eine Tür führt ins Schlafzimmer. Mich stört es bloß, dass die Tür halt nicht änderbar ist, ne? Dass ich die Tür nicht hier, wenn man reingeht, nach rechts rum aufgehen lassen kann, sondern dass die nach links rum aufgeht. Aber gut, ich mach's jetzt mal auf die Seite, ist egal. Dich schiebe ich noch mal genau ein Stück weit weg. Vielleicht eher ungefähr in die Mitte. Ist das ungefähr Mitte? Ja, doch, das passt. Esszimmer, Tür, das Gaming Room, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Küche. Okay, gut. Fenster. So, würde ich trotzdem sagen, dass ich hier lange Fenster hermache. Aber jetzt mal nicht so viele. 1,50 Meter. Ist schade, dass es das nicht angegeben ist, ne? Die, von den Maßen her. Dann hätten wir zwei lange Fenster. Wir könnten das da lassen für eine Wand. Wir machen ansonsten Einzelfenster. Das heißt, ich mache jetzt hier bei der Küche mal ein Einzelfenster. Oder nee, machen wir zwei, das ist sonst irgendwie vom Gefühl her recht dunkel. Machen wir zwei. Schlafzimmer. Dahin. Dahin. Passt es dann? Ja, doch, das passt. Badezimmer machen wir ein Fenster rein. Müsste auch passen, ne? 1, 1. Ja. Kinderzimmer. Es reicht, glaube ich, 1 Meter Abstand von der, vom Ding her.
Hier machen wir dann mal 1,50, 2 Meter, 1,50, 1,50. Das ist auf jeden Fall hell. Ich glaube, heller wie im Wohnzimmer. Deswegen mache ich jetzt hier da auch nochmal zwei Fenster rein. Machen wir hier eins, das ist 1 Meter weg. Und hier eins, das ist 1 Meter weg. Im Hausflur machen wir auch ein Fenster. Und hier, wo das Treppenhaus ist, würde ich auch nochmal ein Fenster setzen. Jo. Dann sollte das alles passen. Schlafzimmer, lassen wir die zwei. Da könnte ich höchstens noch ein langes Fenster hinsetzen. Irgendwie hier, ganz weit an die, dass man hier nach außen gehen kann. Ich bin ja mal gespannt, was die hier noch ändern. So, jetzt prüfen wir mal. Ja, Hausflur, das ist mir egal. 500 bis 700, okay. Es gibt noch freien. Ach so, ja, das ist ja im ersten Stock. Es gibt noch freien Platz. Ja, ist gut. Okay. Okay. Dann gehen wir eben mal nach oben. Wir haben Anzahl Stockwerke 2, Hausgröße. Das ist komisch, ne? Weil wir haben doch eine Hausgröße von 500. Verstehe ich nicht. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ja hier den Hausflur noch machen. 1 Meter, 2 Meter. Das wäre dann quasi. Ja, doch. Machen hier ein bisschen größer. Machen wir mal 50. 50 Quadratmeter Hausflur. Okay. Dann machen wir da oben, da wir ja alle Zimmer haben, außer dem Korridor mit 50 Quadratmeter, machen wir mal hier noch zugeordnete Zimmer. Das sind jetzt 106 Quadratmeter. Dann wird das hier ungefähr 80 Quadratmeter sein. Deswegen ziehen wir jetzt hier mal eine Wand. Genau, knappe 80 Quadratmeter, das passt schon. Dann machen wir hier natürlich noch mal den Korridor, der wird dann bis davor gezogen. Und sollten wir das erfüllt haben, dann machen wir hier in den Raum, machen wir einfach ein Büro, zum Beispiel ein Büro, warum nicht? Brauchen wir natürlich auch eine Innentür. Die machen wir dahin. Und dann machen wir vielleicht hier noch eine Tür und machen hier gegenüber dann noch mal Badezimmer und oh, was machen wir da noch? Eine Bibliothek, Storage Room. Warum nicht? Wir könnten ja mal ein Storage Room machen, ne? Wie viel ist das jetzt? 2 Meter, okay. Machen hier einen Storage Room. Ich will auf jeden Fall die Planung heute fertig machen, ganz egal. So, dann können wir hier, was gibt es noch? Fitnessstudio, Musikzimmer, Waschküche, Ankleidezimmer, TV-Raum. So viel Zeug, was man machen kann. Ne? Machen wir noch mal ein Badezimmer. Schauen wir mal, wie groß wir das hier machen können. Das können wir dann ein wenig luxusmäßig machen. So, ein Badezimmer. Dann ziehen wir jetzt mal eine Wand hier entlang. Machen eine Wand hier entlang. Verwandeln das hier noch in den Korridorbereich. Und machen hier oben noch eine Bücherei.
So eine Bibliothek machen wir hier noch hin. So, prüf mal. Ich kann den Plan fertigstellen. Okay, aber Fenster haben wir noch keine drin. Noch keine Fenster, noch keine Türen. Also Bibliothek. Machen wir jetzt einfach mal da eine Tür rein. Badezimmer machen wir hier eine Tür rein, weil es ausreichend ist. Dann nehmen wir uns Einzelfenster. Und es ist schade, dass man jetzt unten drunter nicht sieht, wo die Fenster sitzen. Weil das ist jetzt nämlich blöd. Wenn ich hier Fenster setze, dann sollten die im Grunde schon mit dem unteren übereinstimmen. Ne? Machen wir es mal so. Eineinhalb. Das Büro soll hell sein. Jo, das passt schon. Die Wand lassen wir mal. Lagerraum braucht eigentlich nicht wirklich Fenster. Da machen wir zwei Fenster rein. Oder nee, machen wir drei. Kommen wir mal da eins her. Da noch eins. Badezimmer würde ich sagen, machen wir eins rein. Ich mache überall jetzt halt Einzelfenster, ne? Oder nee, warte mal, das verschieben wir ein wenig. Ich weiß jetzt nicht, wie nah die zusammen sein können. Okay. Machen wir zwei Fenster und in die Bibliothek machen wir auf jeden Fall auch ein paar Fenster mehr rein. Der Raum soll hell sein. Okay, da ist jetzt um eins. Warte mal, dann schiebt es hier hin. Und dann machen wir hier noch zwei Fenster. So, Hausflur ist total dunkel. So. Und so. So, Tür ins Büro, Tür in den Lagerraum, Tür in den Badezimmer, Tür in die Bibliothek. Ringsrum Fenster. Ich weiß nicht, ob man im Treppenhaus ein Fenster setzen kann. Ich denke mal, das wird schon gehen, oder? Wenn ich dann... Nee, ich lasse es mal. Aber passend tut alles, ne? Dann würde ich sagen, ich stelle das jetzt einfach mal fertig. Das Komische ist immer noch wegen der Hausgröße 500 bis 700 Quadratmeter, ne? Weil ich habe ja insgesamt nur 400. Bestätigen. Ja? Ja. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Doch das, dass wir ja fast beim Baumarkt sind von der Nordstadt, würde ich sagen, dass wir die Materialien alle im Nordbaumarkt holen. Hier, Baumarkt im Nordviertel. Dass wir da alle Baumaterialien holen. Und alles, was dann überschüssig ist, kommt dann natürlich wieder ins Lager, würde ich sagen. So, und da gehen wir dann einfach hier die komplette Liste durch und kaufen, wenn möglich, alles ein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist schon mal geplant und das ist mir schon mal wichtig gewesen. Alles klar, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.